Aspidoras ist eine Gattung aus der Familie der Panzerwelse, Colichtidae. Er von Ehering beschrieb 1907 die Gattung Aspidoras, dessen Typusart Aspidoras rochai war. Aber noch im selben Jahr meldete Steindachner Bedenken an und beließ in seiner Neubeschreibung die Art Raimundi in der Gattung Corydoras. Guslein übernahm 1940 in einer Revision der Panzer- und Schwielenwelse die Gattung Aspidoras. Betrachtet man in dieser Arbeit die Tabelle 1 Comparison of Generatic Characters hinsichtlich der Gattung Aspidoras, Corydoras und Brochis, dann unterscheidet sich die Gattung Aspidoras aufgrund der runden Fantanelle von den beiden anderen Gattungen. In der Artbeschreibung des Corydoras pygmäus, 1966, wurde die Gattung Aspidoras von Nack als nicht gültig angesehen und eine ausführliche Begründung über den Einzug angekündigt. Dieser sollte innerhalb einer Familienüberarbeitung erfolgen, die aufgrund der damaligen politischen Situation auch mit ihren Auswirkungen auf Aquaristik und Ichthyologie bis heute noch aussteht. Schließlich sahen auch Weizmann und Nielsen, 1970, als sie Corydoras pausiradiatus beschrieben, die Einordnung dieser Art in die Gattung Corydoras als berechtigt an. Nur Miranda Ribeiro, 1949, ordnete die von ihm beschriebene Art Lacoi in die Gattung Aspidoras ein. Letztendlich gehen Nielsen und Isbrücker, 1976, von einer gültigen Art aus. Als entscheidende Abgrenzung zur Gattung Corydoras werden bei den Aspidorasarten zwei Schädelfontanellen benannt. In dieser Revision wurden die damaligen Arten Corydoras raimundi, Steindachner 1907, und Corydoras pausiradiatus, Weizmann und Nielsen 1970, in die Gattung Aspidoras übernommen. Aspidoras lacoi, Miranda Ribeiro 1949, wurde als gute Art anerkannt und übernommen. Eine weitere Art, Aspidoras sp. F. Poecillus, wurde in dieser Arbeit erwähnt. Im Jahre 1980, 4 Jahre nach dieser Revision, beschrieben Nielsen und Isbrücker Aspidoras virgulatus. Dieser Fisch zählt mit zu den schönsten seiner Gattung. Obwohl dieser Aspidoras sich auch in einem Merkmal grundsätzlich von den anderen seiner Art distanziert. Nielsen und Isbrücker erwähnen in ihrer Erstbeschreibung, dass 5 männliche Paratypen Borsten auf den Backen besitzen. Dieser Sexualdimorphismus ist auch von einigen Corydoras bekannt, aber nicht von Welsen der Gattung Aspidoras. Knapp 20 Jahre vergingen, bis Brito 2 neue Aspidoras beschrieb. Aspidoras microgalaeus, Brito, 1998, und Aspidoras belenos, Brito, 1998. Zurzeit sind 20 Aspidorasarten wissenschaftlich beschrieben. In den folgenden Jahren wurden immer wieder Vertreter dieser Gattung importiert, deren endgültige Beschreibung noch aussteht. Beispielsweise sorgte Aspidoras sp. Black Phantom, C35, für Aufregung unter Welsliebhabern. Die Männchen dieser Art zeigen eine schwarze Rückenflosse und ein sehr kontrastreiches Fleckenmuster. Auch C36 stammt wahrscheinlich aus dem Araguaia-Einzug und ist mit seinem starken Silberglanz ein auffallender Aspidoras.